Volker hast du Tatort gesehen letzte Woche? Nein. Also weißt du, den Münster-Tatort? Nein. Hast du keinen Münster-Tatort angeschaut? Ich schaue doch nie Tatort. Ja, aber ich meine, der Münster-Tatort, den schauen alle an. Aber ich schaue überhaupt keinen Tatort. Aber ja, was ist denn der Grund, warum ich Tatort anschaue? Weil es halt, weil es seit 50 Jahren jetzt Tatort gibt, zum Beispiel. Und ich meine, das muss, ja, also jeder schaut Tatort an. Ja. Du bist, meinst du bist was Besseres, weil du jetzt keinen Tatort anschaust, oder? Nein, das meine ich gar nicht, aber... Aber warum schaust du keinen an jetzt, sag mal? Ich finde Tatort immer so ein bisschen, also weißt du, ich mag ja Krimis, also... Echt? Ja, geil, ja. Aber ich finde, was mir am Tatort stört, ist, dass der immer versucht, ein gesellschaftlich relevantes Problem anzupacken und in... so eine Schicht zu gehen, die man sonst halt nicht sieht, damit das... Nein. Das braucht man doch nicht. Aber das, wenn, dann will ich einen Krimi sehen, der spannend ist und nicht dieses ganze soziale Gedöns. Das hast du ja nur bei diesen Event-Tatorten, weißt du? Die schaue ich bei an. Dem, nein, die, aber das sind doch genau nein. die das machen. Nein. Doch, nein, das natürlich. Sind die, wo plötzlich der Tatortkommissar als Schauspieler sich selbst... Ja, mit Meta-Ebene und so. Die mag ja eh nicht so. Oder ich mag ja lieber... Den fand ich auch super. Wo das war dann irgendwie ein Shakespeare- oder ein Schiller-Stück plötzlich, wo sie ja. im Chor so gesprochen haben. Nein, aber das mag ich ja nicht. Weißt du, weil das, ich mag diesen Tatort, diesen ganz normalen Tatort. Wie früher zum Beispiel die München-Tatorts mit Gustl Beierhammer und Helmut Fischer. Nee, das ist Pumuckl, was du jetzt... Nein, schau, da kommt es nämlich daher. Weil, wenn du mal überlegst, dass der Helmut Fischer seinerzeit mit dem Gustl Beierhammer schon Kommissar war und dann im Monaco-Franzi wieder Kommissar war und der Gustl Beierhammer wieder sein Chef war. Aber es gab ja auch... Das ist Metaebene, Volker. Das ist Metaebene. Ja, aber trotzdem. Zum Beispiel schaue ich ja auch nur Fußball, wenn Weltmeisterschaft ist. Ja, komm. Ja? Also dieses ganz normale, die Kernerarbeit da im Maschinenraum, die mache ich nicht. Ich schaue nur... quasi die Sahnehäubchen. Ja, also du bist das, was unter den Tatortschauern wirklich unbeliebt ist, sagen wir mal. Du schaust wahrscheinlich auch die mit Til Schweiger und von und mit. Ja, genau. Ja, komm, das sind keine Tatorte. Tatort, das ist Alltag, verstehst du? Ich zum Beispiel in Wien. In Wien, nee. Diese Tatorte in Wien, nee. Wo einfach auch mal nicht viel passiert. Weißt du, was ich zum Beispiel auch sehr verstanden habe? Nee. Als der Til Schweiger gesagt hat, man müsste den Vorspann ändern mal. Warum? Modern machen. Überhaupt nicht. 50 überhaupt Jahre, nicht. Das geht doch ja, einfach das nicht. Das ist doch das, was es ausmacht. Nee, eben ha? Nicht. Doch, das ausmacht wollen die Leute. Die Geschichte, das macht ja auch nicht das Cover, das Buch aus, sondern das, was drinsteht. Naja, aber dass das mit Kluftinger ist und das Club für Gruber draufsteht und so. Und so ist es beim Tatort Frage, nämlich auch. Warum ha? Hast du denn dann Nein gesagt, als es hieß, Kluftinger soll Tatortkommissar werden? Weil... Das wollte ich aber nicht. Das hätten wir ja gar nicht geschafft. Weil dann wäre der so beliebt worden, wie zum Beispiel der Münster-Tatort. Und dann hätten die Leute gesagt, komm, ihr müsst jedes Wochenende, ihr müsst den Kluftinger. Man hätten wir ja gar nicht, da hätten wir gar nicht mehr signieren können. Was mich aufregt, nein. Dass jeden Samstag, wann ist es? Am Sonntag kommt der Tatort. Also jeden Samstag in der Zeitung eine Kolumne steht über den nächsten Tatort, der kommt. Als wüsste man jeden. Also ich will nichts gegen meine Heimatzeitung sagen, ich habe es ja abonniert, aber auch da so. Könnte man den Platz schon besser verwenden. Aber es ist halt mittlerweile nach 50 Jahren ist es so ein Dickschiff und ein gesellschaftliches Ereignis, dass es durchaus, finde ich, auch eine Relevanz in der Presse hat. Du redest viel zu lange. Ja, ich nein. Redeanteile. Stimmt nicht. Jetzt ja, mein Gott, ich habe auch mehr zu sagen. Du meinst, du bist der Hauptkommissar und ich nur der Hiwi. Ich sage jetzt nicht auch mal was. Sei es vergessen. Also jetzt wollte ich gerade... Jetzt weiß ich es wieder. Der Tatort wird zu einem Event gemacht. Der ist keins. Genau. Das hört mich dran. So, das stimmt. Volker, und, das, und diese Event-Tatorts, die lehne ja ich ab. Nein, aber die Tatort-Eventisierung an sich, ja. Können wir uns darauf einigen, dass wir die ablehnen? Ja, das hat der Tatort auch gar nicht nötig, weil nach 50 Jahren ist das sowieso ein Selbstläufer. Verstehst du? Nee. So meine ich mal. Bitte. Freude. Eierkuchen. Also, ich schaue nächsten Sonntag keinen Tatort. Aber die Münster-Tatort, die musst du dir anschauen, weil, zeige dir mal ein Geheimnis, ganz am Schluss. Ich habe die ja lange nicht angeschaut. Und da haben wir schon 10 Jahre Kluftinger geschrieben, habe ich den ersten Münster-Tatort angeschaut. Aber der Börne und der Thiel, die sind ein bisschen wie der Kluftinger und der Langhammer. Ach du Scheiße. Ja, mein Gott. Aber wir können nichts, wir haben es nicht abgeschrieben. Ein Grund mehr, es nicht anzuschauen. Ja, machen wir weiter. Wir signieren weiter.